Das will ich sehen. Langsam, Dries. Vorsichtig, vorsichtig. Bitte ganz vorsichtig. Langsam, langsam, langsam. Was? Na also. Name ist hier Philipp. Wer ist der Beste? Na, Sie, Dries. Sie sind der Beste. Ja. Und dann wäre da noch ein Brief von der Polizei. Stellt euch vor, mein Maserati ist doch tatsächlich mit 150 Sachen über die Pont-Neuf gerast. Also wirklich, Monsieur Philippe, ich wollte es Ihnen schon früher sagen, aber ich hatte bis jetzt einfach immer so viel zu tun hier. Wir kommen die Tränen. Der Maserati ist schuld. Ja. Ja, ganz genau. Ja, Sie haben recht. Ja, ich war gerade dabei, Ihnen einen Brief zu schreiben und da dachte ich, na ja gut, ich kann Sie doch wohl einfach mal anrufen, oder? Denken Sie an die Schlussfrage. Was ist für eine Schlussfrage? Gewicht? Nein, nein, das haben Sie falsch verstanden. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe gesagt, also ich liebe schnelle Autos. Ich liebe Gleitschirmfliegen. Nein, das ist überhaupt nicht gefährlich. Wissen Sie, das Gefährlichste im Leben ist die Geburt. Ja, das glaubt man nicht, das ist aber so. Oder? Die steht auf mich, Mann. Da sehen Sie mal, was Kunst so alles bewirkt. Die Werkstatt tunt meinen Rollstuhl auf sagenhafte 12 Stundenkilometer hoch. Ja und, ist das alles, mehr nicht? Es reicht, um Sie alt aussehen zu lassen. Das wollen wir aber erst mal sehen. 100 Euro, dass ich Sie trotzdem noch abhänge. Ja, mit Vergnügen. Die Wette geht? Ja, natürlich.